Hallo, liebe Damen und Herren, liebe Konsumentinnen und Konsumenten. Ich bin Georg Wurth und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschland kifft und jetzt. Ich bin hier, um ein paar Fragen zum Thema Cannabis und Politik zu beantworten. Also das Ziel des Deutschen Hanfverbands ist natürlich am Ende die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel mit allem drum und dran, Fachgeschäfte, Jugendschutz, Verbraucherschutz und so weiter. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich noch eine Menge andere Probleme zu regeln. Vielleicht kommt auch der Eigenanbau zuerst, die Führerscheinthematik müssen wir mal in den Griff kriegen. Da haben wir einiges zu tun und wie wollen wir das erreichen? Erstens durch Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen also auch eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter uns bringen. Das machen wir über unsere eigenen Kanäle, über Flyer zum Beispiel, Printmaterial, das wir über unseren Shop weit verbreiten, aber auch durch direkte politische Lobbyarbeit und natürlich Zusammenarbeit mit Medien. Bei den Politikern haben wir direkten Zugang, führen Gespräche mit denen. Wir sind aber auch zum Beispiel regelmäßig in Ausschusssitzungen dabei. Ich auch persönlich als Sachverständiger im Bundestag, auch mehrfach schon in Landtagen dabei gewesen. Und so versuchen wir halt eine Mehrheit letztendlich im Bundestag für die Legalisierung zu erreichen. Negativ ist erstmal in dieser ganzen Zeit, die ich die Arbeit beim Hanfverband mache, dass die Repression eigentlich immer mehr zugenommen hat. Wenn man sich die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik anguckt, sind immer mehr Verfahren wegen Cannabis und auch ein immer höherer Anteil an Konsumentenverfahren. Was die Politik immer sagt, dass sie nur die Dealer jagen und die Konsumenten eigentlich entkriminalisiert sind, ist Unsinn. Der Verfolgungsdruck nimmt immer mehr zu und insofern eigentlich eine negative Entwicklung. Was wir aber sehen, sind Fortschritte in Gesellschaft und Politik, sage ich mal so ganz grob. Wir machen mittlerweile auch regelmäßig Umfragen, jedes Jahr per Infratest DIMAP, wie die Bevölkerung zum Thema Legalisierung steht. Und das war so zur Jahrtausendwende, waren wir dann noch deutlich unter 20%. 2040 waren wir bei 30% Zustimmung. Jetzt sind wir bei Mitte 40. Also Leute, Menschen in Deutschland, die Legalisierung von Cannabis befürworten, Fachgeschäfte befürworten. Da sind wir also bald an der Mehrheit. Das ist ein Riesenfortschritt, der sich in der Zeit abgespielt hat. Und in der Politik ist es ähnlich. Ende der 90er waren nur die Grünen für die Legalisierung. 2005 sind die Linken dazugekommen, dann auch die FDP und auch die SPD. Ist zumindest stark am Diskutieren. Die kriegen nicht so richtig die Kurve. Ist auch schwierig, so einen großen Tanker letztendlich wie die SPD da zu bewegen. Aber man sieht doch deutliche Fortschritte und auch erste Mehrheiten in kommunalen Parlamenten zum Beispiel oder auch Landesparlamenten wie Berlin zum Beispiel, die sagen, wir wollen eigentlich legalisieren. Können wir natürlich nicht, ist ein Bundesgesetz. Aber zumindest ein kommunales Modellprojekt, Abgabe von Cannabis in kleinem Rahmen, wissenschaftliches Modellprojekt, das könnten wir machen und das wollen wir auch machen. Und da sehen wir also, dass da auch politische Mehrheiten sich ergeben, so ähnlich wie in den USA ja auch, wo auch auf Bundesebene noch nichts geregelt ist, aber einzelne Bundesstaaten da eben jetzt voranschreiten. Und die Entwicklung haben wir in Deutschland auch. Und natürlich Cannabis als Medizin nicht zu vergessen. Wir haben noch immer viele Probleme. Versorgungsengpässe, Ärzte wollen nicht verschreiben, hohe Preise in Apotheken. Aber immerhin, grundsätzlich gibt es Cannabis als Medizin in Deutschland und es sind auch viele 10.000 Patienten, mittlerweile wahrscheinlich sogar 100.000er Marke geknackt, die eben legalen Zugang zu medizinischem Cannabis haben. Ein Riesenfortschritt. Jetzt brauchen wir noch den großen Durchbruch bei der Legalisierung. Der Gewinn der Millionen war ein Riesenschub für uns. Wir haben seitdem unsere Strukturen massiv ausgebaut. Wir haben unsere Online-Reichweite zum Beispiel massiv ausgebaut. Viele kennen die DHV-News zum Beispiel. Die haben wir 2014 im Jahr des Gewinns angefangen, weil wir dann eben die Kapazitäten dafür hatten. Entsprechend Raum, Technik, Personal und so weiter. Unsere Medienreichweite ist deutlich gestiegen seitdem. Aber im Jahr 2014 selbst habe ich erstmal relativ viel investiert in eine Kinokampagne, europaweit die ersten Kinospots, PR-Spots für die Legalisierung, für Cannabis als Medizin, Entkriminalisierung von Konsumenten, drei verschiedene Spots. Und tatsächlich war das auch das Jahr, wo nach unseren Umfragen die Legalisierung, die Zustimmung zur Legalisierung am stärksten gestiegen ist, in dem Jahr, wo diese Kinokampagne gelaufen ist. Es war aber danach noch Geld übrig und habe dann im Prinzip über 5 Jahre hinweg das in unsere Arbeit investiert.
Also ich habe tatsächlich jeden Cent erstmal eingebracht. Das ist ja auch vielleicht nochmal eine wichtige Information. Ich habe keinen Euro selbst behalten, obwohl es formal juristisch mein Privatgeld war sozusagen. Aber ich habe ja versprochen, ich werde das komplett in die Legalisierung investieren und das habe ich auch gemacht. Und es hat uns tatsächlich mächtig vorwärts gebracht. Der Faktor Angst ist noch sehr groß. Das merken wir an vielen Stellen, auch zum Beispiel Mitglied werden beim Hanfverband. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr Mitglieder jetzt auch schon, wenn die Leute eben diesen Angstfaktor nicht hätten. Also wenn es so genauso wäre wie bei Greenpeace Mitglied zu werden oder beim BUND oder so. Die Leute haben immer noch Angst. Sie sind dann irgendwie beim Hanfverband in den Daten mit drin und dann könnte irgendwas passieren. Aber das ist unberechtigt, weil es geht nur darum, seine Meinung zu äußern. Wir haben das große Gut in Deutschland, dass wir Meinungsfreiheit haben. Jeder darf seine Meinung zur Cannabis-Legalisierung kundtun, auch mit einer Mitgliedschaft beim Hanfverband. Da ist erstmal keinerlei Anfangsverdacht gegeben für irgendwelche Ermittlungen. Wenn das so wäre, wäre ich der Erste, der im Knast landen würde. Und auch ich darf laut meine Meinung sagen und alle anderen dürfen das auch. Wo man gemerkt hat, dass diese Angst langsam nachlässt, ist auf Social Media. Die ersten, sag ich mal, 1000 gefällt mir Leute beim Hanfverband, die ersten Fans, das waren die ganz Mutigen sozusagen, die es das getraut haben. Und jetzt sind wir bei Facebook zum Beispiel bei über 160.000. Da kann man schon sagen, diese Angst hat sich doch aufgelöst mittlerweile. Wie ernst die Politik uns nimmt, ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man hinguckt. Also natürlich bei den Parteien, die die Legalisierung im Programm stehen haben, die nehmen uns schon lange ernst, mit denen reden wir auf Augenhöhe, die wissen auch, dass wir Ahnung haben, die haben auch verstanden, dass wir Reichweite haben. Wenn es dann zu den anderen Parteien geht, also insbesondere SPD und CDU, CSU, da wird es ein bisschen schwieriger. Da hatten wir mit Frau Mortler zum Beispiel lange ein bisschen Kabbelei sozusagen. Die hat sich häufiger auch mal negativ über uns geäußert. Wir sind schuld, wenn Jugendliche mehr konsumieren. Überhaupt die ganze Legalize-Diskussion ist schuld. Man dürfte eigentlich überhaupt gar nicht drüber reden. Man schützt die Jugend, indem man nicht über Legalisierung redet. Das war ja lange noch im Prinzip deren Message. Aber auch das hat sich jetzt geändert. Mit Frau Ludwig hatten wir ja schon ein Gespräch. Das war durchaus vernünftig. Ich glaube, auch die haben verstanden, dass wir keine verrückten Spinner sind oder so, sondern durchaus eine berechtigte Position. Auch wenn sie die vielleicht am Ende selbst nicht einnimmt. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass wir da ernst genommen werden. Und auch die merken ja, welche Reichweite wir haben und wie viele Leute sich für das Thema interessieren. Also wahrscheinlich hat Frau Ludwig noch nie so viele Kommentare in ihren Social-Media-Kanälen gehabt von Leuten, wie jetzt, seit sie Drogenbeauftragte ist. Also ich denke, an Studien fehlt es nicht mehr. Das Argument, dass Cannabis verboten ist, also THC-haltiges Cannabis, ist ja, dass gefährlich ist angeblich, dass nicht harmlos ist und deswegen verboten gehört. Aber viele Dinge, die wir tun und zu uns nehmen, sind nicht harmlos, von Zucker und Fett angefangen und so weiter. Und im Grunde kann man das ja dann immer wieder runterbrechen auf die Frage, ist Cannabis denn gefährlicher als Alkohol? Weil sonst macht die Unterscheidung zwischen Alkohol und Cannabis keinen Sinn. Und das ist eindeutig. Cannabis ist nicht gefährlicher als Alkohol. Ganz im Gegenteil, Alkohol ist die gefährlichere Substanz. Und da braucht man keine Studien mehr. Das wird auch kein Wissenschaftler behaupten, dass Cannabis gefährlicher ist. Insofern ist es eine offensichtliche Schizophrenie, die da passiert. Und es fehlt nicht an Studien, sondern an politischem Willen, politischer Mehrheit und an der Erkenntnis, dass das Verbot gar keine positive Wirkung hat. Die Gegner sozusagen, konservative Politiker, argumentieren ja immer so, ja, ihr habt recht, wir haben ein Problem mit Alkohol, weil es legal ist und wir wollen aber jetzt nicht ein neues Fass aufmachen. Die denken dann immer, wenn legalisiert wird, dann wird auch viel mehr konsumiert und dann haben wir auch mehr Probleme. Es gibt ja durchaus problematische Cannabiskonsumenten, wo es besser wäre, wenn die nicht konsumieren würden. Und diese Politiker denken, dass sie mit dem Verbot den Konsum runterdrücken. Und das passiert aber nicht. Dafür gibt es keinerlei wissenschaftlichen Nachweis, dass das Verbot den Cannabiskonsum senkt. Und wenn man sich international ein bisschen umguckt, die Niederlande zum Beispiel, die liegen irgendwo im europäischen Mittelfeld, bisschen drunter sogar, obwohl da jeder Erwachsene einfach in den Coffeeshop gehen kann und sich was kaufen kann. Und da gibt es noch mehr Beispiele, die zeigen, das Verbot senkt den Konsum nicht. Und in dem Moment ist die Sache eigentlich klar und wir müssen das
im Wesentlichen nur den Politikern, möglichst vielen Politikern, letztendlich einer Mehrheit im Bundestag klar machen. Und dann öffnet das auch den Blick auf die ganzen Kollateralschäden des Verbots, also inklusive Förderung von organisierter Kriminalität, die irrsinnigen Kosten, die wir in die Repression reinstecken, die Qualitätsprobleme, die wir auf dem Markt haben mit Streckmitteln und so weiter, die eine Gefahr für die Konsumenten sind. Der Jugendschutz, der nicht funktioniert auf dem Schwarzmarkt, die Tabuisierung, die keine Kommunikation über einen vernünftigen, kontrollierten Konsum zulässt. Das sind alles Argumente, die normalerweise an dieser Schallmauer sozusagen hängen bleiben. Ja, aber wir wollen die Jugend schützen und deswegen muss es ja trotzdem verboten sein und dann müssen wir das eben in Kauf nehmen. Und erst wenn die verstanden haben, das Verbot erreicht dieses Ziel überhaupt nicht, sind die eben auch offen für die negativen Auswirkungen des Verbots. Und ja, ich denke, wir kommen da weiter. Wahrscheinlich haben wir jede Woche einen neuen Bundestagsabgeordneten, der anfängt, das zu verstehen. Und früher oder später macht es da Knack und wir haben die Mehrheit. Legalisierung heißt erstmal nichts anderes als Regulierung des bestehenden Marktes. Kein neues Fass, das aufgemacht wird, sondern wir haben Millionen von Konsumenten in Deutschland und wir verbrauchen mehrere hundert Tonnen Cannabis im Jahr. Und die Frage ist, machen wir es so wie jetzt? Meiner Meinung nach ist jetzt im Prinzip eine Freigabe, von der die Politiker immer reden, dass wir sie wollen. Aber im Grunde ist es halt ein völlig unregulierter Markt, auf dem jeder machen kann, was er will. Außer, dass halt ab und zu ein Dealer rausgenommen wird von der Polizei und sofort wieder ersetzt wird. Das ist die einzige Regel, die im Prinzip der Staat da, der einzige Einfluss, den der Staat hat. Und diese Regulierung würde eben darauf rauslaufen, meiner Meinung nach, dass wir Fachgeschäfte haben. Also nicht in jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt, Kiosk, wie wir es beim Alkohol und Tabak kennen, die Substanz verkaufen. Finde ich auch da nicht gut, finde ich auch für Alkohol nicht gut. Also Fachgeschäfte, wo nur Erwachsene rein können. Und da kann man den Jugendschutz dann auch durchsetzen. Wenn man eine begrenzte Anzahl von Verkaufsstellen hat, dann kann man auch dafür sorgen, dass die nicht an Jugendliche verkaufen. Das geht nicht, wenn ich alleine in Berlin meinetwegen 3000 Alkoholverkaufsstellen habe. Die kann man nicht alle kontrollieren. Aber wenn ich das auf so einen lizenzierten Shop reduziere, der ja damit auch sein Geld verdient, der will die Lizenz nicht verlieren, dann funktioniert es auch. Sehen wir zum Beispiel in Colorado, dass die tatsächlich dann nicht an Jugendliche verkaufen. Dann braucht man eine vernünftige Qualitätskontrolle, also ganz normale Lebensmittelüberwachung letztendlich, wie wir das bei allen möglichen anderen Dingen auch haben. Und damit eben die Streckmittel loswerden, aber auch Schimmelsporen, die viel im Gras drin sind, zum Beispiel Düngerrückstände, Pestizidrückstände und so weiter. Das müssen wir alles in den Griff kriegen und das geht nur mit Regulierung, nur mit Legalisierung. Was ich noch denke, dass wir nicht unbedingt Werbung brauchen. Genauso wie ich finde, dass wir keine Tabakwerbung brauchen und keine Alkoholwerbung. Das beeinflusst die Leute in ihrem Konsumverhalten. Und ich denke, jeder sollte selbstbestimmt, so selbstbestimmt wie möglich konsumieren können, ohne von Industrie beeinflusst zu werden, die den Konsum anheizen will. Halte ich nicht für nötig. Und was ich auch noch ganz wichtig finde im Moment, wo wir jetzt tatsächlich die ersten Staaten haben, die Cannabis legalisiert haben, die alle selbst produzieren. Wo im Prinzip dieser illegale Markt, der vorher bestand, in den weißen Markt überführt wird, aber dann eben nicht mehr wie vorher aus traditionellen Anbauländern importiert wird, sondern ja, letztendlich vor allen Dingen reiche Industriestaaten einen weiteren Umsatzbereich an sich ziehen. Wirtschaftlich natürlich schön für diese Staaten, aber schlecht für die traditionellen Anbauländer. Das heißt, mir würde es nicht gefallen, wenn in Deutschland eben zum Beispiel nur noch in Deutschland angebautes Marihuana verkauft wird, aber kein marokkanisches Haschisch mehr, kein libanesisches und so weiter, kein afghanisches. Das sind eben auch Produkte, die zur Cannabiskultur dazugehören, die eine unterschiedliche Wirkung haben, unterschiedlichen Geschmack, unterschiedlichen Duft und so weiter. Das heißt, auch Import sollte man bei so einem Gedankenspiel schon mal mitdenken. Und ich glaube auch, wenn die Legalisierung weltweit auf dem Vormarsch ist, dann wird auch ein Land wie Marokko sehr schnell darüber nachdenken, zu sagen, okay, wir schaffen eine legale Produktion und wir akzeptieren dann auch die Qualitätskontrollen, die ihr haben wollt und sorgen dafür, dass das Zeug sauber ist.
Also ich finde persönlich die Idee nicht abwegig, so eine Einstufung zu machen und zu sagen, sehr leichtes Gras mit, was weiß ich, 2 oder 4% THC geht ab 16 und die stärkeren Sorten erst ab 18, wie wir es beim Alkohol auch kennen. Ich glaube aber letztendlich nicht, dass das durchsetzbar sein wird. Der Trend ist ja auch beim Alkohol eher in die andere Richtung gegangen. Als ich jung war, waren Zigaretten auch noch ab 16 und auch Schnaps noch ab 16. Und damit in die Diskussion einzusteigen und zu sagen, ja, wir wollen auch jetzt irgendwie Cannabis ab 16, damit werden wir uns nicht durchsetzen, selbst wenn wir uns darauf einigen würden, dass das sinnvoll ist. 18 wird letztendlich die Grenze sein. Es gibt auch Leute, die 21 vorschlagen, weil natürlich die Risiken höher sind, je jünger die Leute sind. Und eben deren Gehirnentwicklung eben auch noch nicht vollendet ist sozusagen. Das eben auch mit 18 und mit 21 auch noch nicht so. Und im Grunde müsste man dann sagen, okay, 27, 28 ist die Altersgrenze, weil da das Gehirn endgültig ausgereift ist. Aber man muss ein bisschen auch auf die Realitäten gucken und sehen, wann fangen denn die Leute an zu konsumieren. Und das ist wiederum ein Punkt, der eigentlich dafür sprechen würde, mal zu überlegen, was macht man mit 16-Jährigen, weil das durchschnittliche Einstiegsalter ist halt bei 15 Jahren ungefähr. Und die werden sich das auch nicht verbieten lassen und die werden weiter konsumieren. Zumindest werden sie nach meiner Vorstellung irgendwie von älteren Freunden und Verwandten und so weiter aus dem legalen System mit versorgt, so wie es bei Alkohol ja jetzt auch läuft. Aber dann haben sie wenigstens geprüfte Ware. Sie wissen, habe ich starkes Zeug, habe ich nicht so starkes Zeug. Und sie haben ein soziales Umfeld, was im besten Fall auch noch ein bisschen mit drauf guckt, dass sie es nicht übertreiben. Aber ganz verhindern werden wir jugendlichen Konsum sicher nicht, weil das eben das Alter ist, wo die Leute anfangen zu experimentieren. Und auch diese ganzen Politiker, die ja sagen, sie wollen die Jugend schützen, keiner von denen hat irgendwie vor dem 18. Geburtstag keinen Alkohol getrunken. Ganz schwer zu sagen, hängt von vielen Faktoren ab. Am liebsten natürlich tatsächlich legalisiert, Cannabis legalisiert in 5 Jahren. Das ist unser Ziel, das bis dahin erledigt zu haben, aber vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Ich glaube aber, erste Schritte werden wir dann haben. Entkriminalisierung ein bisschen weiter geschraubt, vielleicht Ordnungswidrigkeit für Besitz geringer Mengen. Kommunale Modellprojekte, Berlin gibt Cannabis an 1000 Leute ab und macht eine wissenschaftliche Untersuchung, ein paar andere Städte, am besten die Führerscheinfrage geregelt. Das hätte ich gerne in 5 Jahren mindestens. Mir ist kein Fall bekannt, dass eine Hausdurchsuchung bei jemandem stattgefunden hat, ausschließlich aufgrund Aktivitäten für die Legalisierung. Auch bei mir persönlich übrigens nicht. Ich wäre wahrscheinlich einer der ersten Kandidaten, wo sie es machen würden, wenn sie das dürften. Auf der DHV-Seite haben wir dafür extra eine Sparte aktiv werden. Da vielleicht einfach mal reingucken, haben wir ein paar verschiedene Vorschläge zusammengetragen. Das fängt an bei Kommentaren zum Beispiel unter Medienberichten oder auch bei Politikern in der Social Media Timeline irgendwo kommentieren. Das macht viel aus. Die merken das. Auch die Medien verändern nach und nach ihre Berichterstattung, wenn sie sehen, viele Leute, fast alle unsere Leser sind für Legalisierung. Dann kann man Politiker ansprechen, das ist dann schon einen Schritt weiter. Zum Beispiel an Wahlkampf-Infoständen mal hingehen und sagen, ja hier, ihr seid super, weil ihr legalisieren wollt oder ich wähle euch nicht, weil ihr dagegen seid. Bis hin natürlich dann zu ernsthafterem Aktivismus. Zum Beispiel kann man Flyer bei uns im DHV-Shop bestellen zum Druckkostenpreis und einfach mal 1000 Stück bestellen, an Briefkasten verteilen oder in der Einkaufszone verteilen. Bis hin dazu, sich wirklich zu organisieren. Es gibt viele DHV-Ortsgruppen, aber es gibt auch viele andere Gruppen in Städten, die aktiv sind, die Demos organisieren und so weiter. Auf Demos gehen ist natürlich auch ein Punkt, wo man ein Gesicht zeigen kann und ein bisschen was vorwärts drehen kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Und sie sind alle sinnvoll. Ich denke, Frau Ludwig ist zumindest offener als Frau Mortler und sie hat tatsächlich sich vorgenommen, das Thema
ernsthaft zu durchleuchten und nicht einfach nur irgendwelche CSU-Parolen zu übernehmen. Das, den Eindruck hatte ich bei Frau Mortler manchmal. Ich fürchte aber, dass auch Frau Ludwig letztendlich sich nicht für die Legalisierung aussprechen wird. Kann aber sein, dass sie zumindest in ein paar Zwischenschritten mitgeht. An manchen Stellen sehen wir das schon. Sie hat sich zum Beispiel für Fixerstuben ausgesprochen, sie hat sich für Drug-Checking ausgesprochen, keine speziellen Cannabis-Themen. Aber es kann auch sein, dass sie zum Beispiel, was die Entkriminalisierung der Konsumenten angeht, da noch fortschrittliche Vorschläge macht. Warum ich das Ganze mache mit der Legalize-Arbeit, hat ganz verschiedene Gründe. Einmal unter anderem auch persönliche. Ich habe halt irgendwann deutlich über 20 übrigens mal konsumiert und soll da auf einmal ein Straftäter gewesen sein. War Finanzbeamter damals und habe voll nicht eingesehen, warum ich jetzt ein Straftäter sein soll, während mein Nachbar irgendwie Bier und Schnaps horten kann. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Es gibt ja Millionen von Leuten mittlerweile, die mal ein Strafverfahren wegen Cannabis hatten und die sind nicht alle jetzt zum Mega-Aktivisten geworden. Ich war halt auch Politiker, habe in den 90ern ja, teilweise auch hauptberuflich Kommunalpolitik gemacht und mich auch mit Bundespolitik beschäftigt. Ich war zum Beispiel mal Bundestagsdirektkandidat für Remscheid-Solingen und habe mich sehr viel mit Politik befasst. Und dieses drogenpolitische Thema fand ich besonders interessant einfach, weil alle Argumente für eine Legalisierung sprechen, insbesondere bei Cannabis, aber Drogenpolitik ist auch bei anderen Drogen sehr unlogisch, sage ich mal. Also das ist eine Besonderheit bei diesem Thema. Alle Argumente sprechen für Legalisierung. Und was ich auch interessant fand, dass zumindest damals in den 90ern nicht sehr viele Akteure in der Drogenpolitik aktiv waren, sodass man da als einzelne Person schneller mehr Einfluss gewinnen konnte als zum Beispiel bei Verkehr oder Wirtschaftspolitik oder so. Na, das ist eine unserer Missionen beim Hanfverband, das Kiffer-Image loszuwerden. Deswegen trete ich in der Regel auch konservativer auf, seit ich beim Hanfverband bin, als das vorher der Fall war. Einfach um zu zeigen, nicht jeder, der irgendwie über Cannabis redet, hat lange Dreadlocks und so weiter. Wobei ich nichts gegen Dreadlocks-Träger habe und gegen bunte Leute und so weiter. Und ich finde es auch gut, wenn die zu Demos kommen und so. Aber es geht eben darum zu zeigen, Cannabis, das Thema geht durch den ganzen Querschnitt der Gesellschaft. Überall wird konsumiert. Und ändern kann man eben dieses Image, was ja immer noch ein bisschen da ist, indem sich eben auch die Anzugträger trauen, zum Beispiel mal auf eine Demo zu gehen. Weil das ja so ist, die Leute, je mehr die Leute zu verlieren haben im Job und dann eben auch meistens bürgerlicher aussehen zum Beispiel, desto weniger trauen sie sich Gesicht zu zeigen. Das müssen wir loswerden, das müssen wir aufhören. Ihr werdet alle kriminalisiert, egal ob Dreadlock oder Anzug, und ihr solltet euch alle wehren und dann sehen auch alle, dass die Klischees stimmen nicht, sondern es sind alles normale Leute am Ende unterm Strich. Wir haben im Moment noch international nicht so viele Beispiele, wo man sagen könnte, das ist es oder das ist es. Wenn man von Nationalstaaten spricht, gibt es ja im Grunde im Moment nur zwei, Uruguay und Kanada, die Cannabis vollständig durchreguliert haben. Auch die Holländer haben ja so ein komisches Wegguck-System. Die haben die Produktion, den Großhandel und so weiter nicht reguliert. Also Uruguay und Kanada. Und da würde ich eine Mischung bevorzugen im Prinzip. In Uruguay ist es relativ antikommerziell, viel Eigenanbau. Die haben auch diese Anbauclubs, wo die Leute sich zusammentun können. Das finde ich gut. In Kanada ist halt das mit den Shops viel mehr ausgeprägt. Vernünftige Fachgeschäfte finde ich auch gut. Ich finde auch die Legalisierung von Edibles okay, dass man sagt, ja, wer lieber essen will, das Cannabis, der kann das auch, wenn er halt vernünftig aufgeklärt wird darüber. Ne, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber die totale Kommerzialisierung im Sinne von Werbung finde ich nicht gut. Das würde ich mir zum Beispiel nicht bei Kanada angucken. Also da würde ich ein paar Komponenten zusammenmixen von den wenigen Beispielen, die wir bis jetzt haben. Lobby ist zwingend notwendig für die Legalisierung. Themen, die in der Politik besprochen werden sollen, brauchen eine Stimme, sonst hört die Politik sie nicht.
Einfach nur ein Wahlergebnis wird da nicht viel bringen, weil die Parteien ja gar nicht wissen, warum ihr sie gewählt habt. Deswegen sage ich auch immer, nach der Wahl eine E-Mail schreiben an die Parteien, sagt denen, warum ihr sie gewählt habt oder nicht gewählt habt. Selbst wenn die das im Programm stehen haben, meinetwegen man hat am Ende eine Koalition im Bund, wo alle Parteien die Legalisierung im Programm stehen haben, aber die Priorität für die einzelne Partei ist ganz unten, ganz niedrig, da machen die erstmal alles mögliche andere. Es braucht eine laute öffentliche Diskussion und wir leben nun mal auch in einer Lobbykratie, nicht nur in einer Demokratie. Das heißt, alle möglichen Interessenvertretungsgruppen haben Einfluss über das Wahlergebnis hinaus. Und die Interessengruppe, die keine Vertretung hat, wird nicht gehört werden. Wir brauchen eine Lobby, sonst wird es nichts. So bald wie möglich. Beides. Legalisierung. So spät wie möglich. Kein großer Unterschied zwischen Grünen, Linken und FDP, alle im Boot, unterschiedliche Schwerpunkte. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bin Georg Wurt, werde mich jetzt hier verabschieden. Wenn ihr die Legalisierung wollt, mischt euch ein. Werdet zum Beispiel Mitglied beim Deutschen Handverband oder unterstützt eine andere Organisation oder werdet aktiv oder alles auf einmal. Wenn ihr Influencer seid, könnt ihr vielleicht auch selber euch mal hier hinsetzen und die nächste Folge bestreiten hier bei Deutschland kifft. Und jetzt schaut euch auf jeden Fall die nächsten Folgen an. Ich verabschiede mich. Mich seht ihr wieder in den DHV-News auf YouTube und bis dahin.